Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Figurenvorschau von Genshin Impact für Chiori, Leidenschaft für Mode. Chioris Mode ist nicht an Traditionen gebunden. Es kommt nicht darauf an, welche Stoffe oder Schneidewerkzeuge verwendet werden, sondern wie sie verwendet werden. Dennoch sind hier bestimmte Grundsätze wichtig, etwa die Reihenfolge, in der sie ihre Kunden bedient, oder die Liebe zum Detail bei der Ausführung ihrer Arbeit. Und ja, wie immer haben wir natürlich noch ein kleines Trailerchen am Start. Und ich würde sagen, let's go. Hello? Is someone gonna tailor my suit? What were you thinking? Why would you keep a Kenryo Commission official waiting? But he was last in line. Foolish girl. You are no apprentice of mine! Damn, okay, what is happening? Did you hear me? Hey, it's first come, first served. This wedding dress needs to be ready for fitting by nightfall. Elof, raise the waist a little higher to accentuate her figure. Der Typ sieht aus wie Athos aus einem Weltauftrag aus Fontaine. No joke. Wer verhält sich auch ein kleines bisschen so? Okay. And the sleeves need shortening. I'll fetch the material. Got it. I knew it. That dress is for Leticia, isn't it? Always dreamed of wearing a Chioria wedding dress. Aww. So some poor girl's dumb dream is more important than my business dinner? Huh? Bro. Was ist dein Problem? Oh my, so sorry. I was looking for my fabric shears. Those were the wrong ones. This was an expensive suit. Oops. Oh, not those ones either. What are you gonna do? What do you mean? I thought you wanted your suit tailored. Damn. Okay. Chiori, who'd you throw out this time? What are you saying? I did nothing. This one jumped out all by himself. He better pay me for the window. This can't Damn. Sie hat ihn aus dem Fenster geschmissen. What? Damn. Okay. Alles klärchen. Nach dieser kleinen Cutscene mit ihrer Familie, ihrer Mom, macht auch dieser Satz hier sehr viel Sinn. Ich entscheide selbst, wie ich leben möchte und wer ich sein will. Niemand kann mir das vorschreiben. Donnernde Schneiderin Chiori. Genau. Also ich habe jetzt schon einiges an Kritik an ihr gelesen, obwohl sie noch gar nicht released ist, dass sie aussieht wie ein Vier-Sterne-Charakter zum Beispiel und so. Und ich finde es immer schwierig, einen Charakter zu beurteilen, bis ich ihn wirklich gespielt habe, weil ich meine, das Gameplay spielt natürlich eine große Rolle. Aber von dem, was ich jetzt schon gesehen habe, von diesem kurzen Teaser im Endeffekt, scheint sie auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit zu haben. Wir haben sie auch in-game schon ein bisschen kennengelernt. Und ja, also ich habe bisher nichts an ihr auszusetzen auf jeden Fall. Ja, dann göttliches Auge Geo, Waffe ist Einhänder, Sternbild Cesoria, Geburtstag ist der 17. August und die Zugehörigkeit ist Hof von Fontaine, obwohl sie ursprünglich natürlich aus Inazuma kommt. Genau. Chiori ist eine Angriffsfigur, die ihre Angriffe entsprechend der aktuellen Truppenzusammenstellung wählt. Okay. Nach dem Einsetzen ihrer Elementarfähigkeit beschwört Chiori Tamoto, um Gegner anzugreifen und Geoschaden zu verursachen. Dann führt sie einen nach oben gerichteten Angriff aus. Während der Wirkungsdauer von Tamoto wird höchstens eine zusätzliche Tamoto beschworen, wenn in der Nähe ein Geo-Objekt existiert oder eines erschaffen wird. Okay, das klingt immer wieder etwas unnötig kompliziert. Chioris Spezialfähigkeit fügt Gegner in der Umgebung Geoschaden zu, nachdem sie mit ihrer Elementarfähigkeit einen nach oben gerichteten Angriff ausführt. Löst ihr Talent außerdem, je nach der gewählten Handlung, kurzzeitig einen der folgenden Effekte aus. Drücken ihre Elementarfähigkeit, wechselt die Figur und lässt Tamoto eine gewisse Zeit lang bestimmte Angriffe ausführen. Drücken ihres Standardangriffs, verleiht Chiori eine gewisse Zeit lang die Geokraft.
Okay. Dendrobium brauchen wir und Gespenster. Das habe ich schon auf Twitter gesehen, dass man wohl Gespenstersachen braucht. Bruh. Eine der nervigsten Sachen, die man farmen muss. Gespenstermaterialien. Okay, Hintergrund. Du stößt die Tür des Bekleidungsgeschäfts auf, das an der belebten Straße von Fontaine liegt und nach der Schneiderin darin benannt ist. Über dir ertönt ein klarer Glockenton, als wollte er einen Ankommenden Glück wünschen. Wenn du den Gerüchten Glauben schenken willst, könntest du einen solchen Segen tatsächlich gebrauchen. Willkommen in der Chioria-Boutique. Was kann ich für dich tun? Die Begrüßung kann man zwar nicht als enthusiastisch bezeichnen, sie ist aber voller Zuversicht. Die Frau, zu der diese Stimme gehört, wirft dir einen Blick von hinter ihrer Werkbank zu. Sie kommt offensichtlich nicht aus dieser Gegend. Ihr Blick fesselt dich regelrecht, wie man so schön sagt. Etwas Maßgeschneidertes oder fertige Kleidungsstücke? Fragt sie dich erneut. Ihr Tonfall vermittelt dir das Gefühl, als sei selbst ein Adeliger von höchstem Rang nur ein Gast in ihrem Reich und sie würde auf ihrem hohen Thron sitzen, Fragen stellen und das Volk entscheiden lassen, welche Gnade sie ihm zuteil werden lassen sollte. Ich hätte gern eine maßgeschneiderte Tracht, antwortest du. Ihr Gesichtsausdruck wird etwas milder, denn es scheint in diesem Königreich eine Freude zu sein, die Maß seines Gastes nehmen und ihn im Namen der Königin mit gut aussehender Kleidung auszustatten. Das ist wahrscheinlich das beste Szenario, denkst du dir. Denn die Leute, die dir diesen Laden empfohlen haben, haben alle die exquisite Handwerkskunst der Schneiderin gelobt und einige von ihnen konnten nicht widerstehen, ihre Kleiderschränke zu öffnen, um sie dir zu zeigen. Dir kam es vor, als hätten sie dich am liebsten einen Tag lang in ihren Kleiderschrank eingesperrt, damit du die Pracht genießen könntest. Die Leute haben dir auch gesagt, dass die Inhaberin nur selten im Laden ist und wenn, dann bedeutet dies, dass sie gut gelaunt sei. Aber du schluckst nur leise, denn es heißt, dass die Inhaberin, wenn sie Pech hat, immer auf irgendeinen unvorstellbaren Quatsch stößt, wenn sie im Laden ist. Wie zum Beispiel, bevor du deine Gedanken sammeln kannst, schreit die Türglocke qualvoll auf. Du musst feststellen, dass die Türe zum Bekleidungsgeschäft von jemandem eingetreten wurde, der herumtorkelt, alle möglichen obszönen Wörter ausspuckt und dabei eine kräftige Alkoholfahne hinterlässt. Gewonnen! Ich habe die Wette gewonnen. Sie ist heute im Laden. Du hast kaum Gelegenheit zu begreifen, was eigentlich vor sich geht, und da fliegt der Mann plötzlich samt den Worten, die er nicht zu Ende gesprochen hat, aus dem Fenster und zieht dabei einen eleganten Bogen. Die Inhaberin der Chioria-Boutique klatscht ihre Hände sauber, schließt das Fenster und sagt zu dir, es wäre nichts weiter geschehen. Tut mir leid. Liegt vielleicht an dem schlechten Wetter in letzter Zeit. Da purzelt aller möglicher Müll von der Straße in meinen Laden. Ich habe mich schon darum gekümmert, also denkt dir nichts dabei. Es scheint, das heiße dieses Königreich nicht bedingungslos alle willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Chiori, die Inhaberin der Chioria-Boutique. Wende dich an mich, wenn du maßgeschneiderte Kleidung in Auftrag geben möchtest. Was andere Anfragen angeht, so hängt alles davon ab, ob du genug zu bieten hast. Das sind einfach die Regeln des Geschäftemachens. Eine Hand wäscht die andere. Außerdem ist es in der Boutique strengstens verboten zu rauchen, zu trinken und Krawall zu machen. Der ganze Kunde ist König-Quatsch läuft hier nicht. Und selbst wenn königliche Gäste in den Laden kommen, werden sie, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, rausgeworfen und schnuppern am Bürgersteig wie jeder andere auch. Gespräch, Schneiderschere. Wer sagt denn, dass man Kleider mit der Schere zuschneiden muss? Lass diese starren Regeln hinter dir. Ich ziehe es vor, meine eigenen Schneidewerkzeuge zu benutzen. Wenn es blitzt, das erinnert mich an zu Hause. Persönliches. Über Chiori Direktheit. Viele haben sowohl öffentlich als auch privat ihren Unmut über meine Persönlichkeit geäußert und sich darüber beschwert, dass meine Worte verletzend sein können. Aber wenn du mich fragst, sind all diese falschen Höflichkeiten, Begrüßungen und Komplimente reine Zeitverschwendung. Wenn das bloße Nennen von Tatsachen sie schon verletzt, dann sind sie vielleicht zu unsicher. Interessante Vorkommnisse. Tamoto ist mein erstes Meisterwerk. Damals dachte ich nur daran, ein Puppenmädchen zu nähen, das wie ich aussah und mir als Modell und Assistentin diente. Ein Begleiter? Nein, dafür habe ich keinen Bedarf. Was sie nicht mag. Ich mag kein Essen mit besonders starkem Geschmack, wie zum Beispiel Huggies. Oh, Huggies. Was ist Huggies? Das Erlebnis, Huggies zu essen, ist ein bisschen so, als würde einem plötzlich aus dem Nichts heraus ein Geogespenst ins Gesicht klatschen. Kannst du das nachvollziehen? Ich werde mich jetzt entspannen und ein schönes langes Bad nehmen. Also, wir sehen uns morgen. Okay, also ich fand den Teil hier in der Mitte mit dieser Geschichte ehrlich gesagt ganz cool. Das war wie nochmal so ein zusätzlicher Trailer, beziehungsweise war es so ein bisschen wie das, was wir uns vorher angeguckt haben, so ähnlich. Ja, ist cool.
Ja, ihre Fähigkeiten, dafür brauchen wir auf jeden Fall Videos, weil das mit Tamoto zum Beispiel, habe ich gar nicht gecheckt, dass das ihre Puppe ist, wird jetzt auch nicht wirklich so gut erklärt. Also, wenn man den Text gelesen hat, weiß man natürlich dann am Ende, dass es ja Tamoto eine Puppe ist, von sich selbst quasi, ursprünglich. Genau, und man kann anscheinend zwei Tamotos haben, oder? Eine zusätzliche, höchstens eine zusätzliche. Also man kann zwei davon haben. Genau. Ja, und den anderen Teil müssen wir mal gucken. Aber da kommt ja noch der Gameplay-Trailer und die Gameplay-Infos. Aber so viel schon mal auf jeden Fall zum Anteasern. Also wie gesagt, ich finde ihr Design relativ cool, muss ich sagen. Also ich habe es ja schon gesagt, ich bin einfach ein Fan von, ja, es ist nicht ganz orange, aber ja, so orange, gelb, schwarz, finde ich, ist einfach eine geile Kombo. Also farblich, outfitmäßig, generell sieht sie super cool aus. Und ja, ich denke einfach, ihr Gameplay könnte trotzdem interessant sein. Das, was man jetzt so gelesen hat, ist jetzt nicht so wirklich aussagekräftig. Wie gesagt, ich muss noch auf das Gameplay warten, das ich jetzt noch nicht gesehen habe. Und werde mir dann eine finale Meinung bilden. Wobei, ganz ehrlich, vorm Probelauf hundertprozentig final kann man es nie sagen. Wird auf jeden Fall interessant bleiben. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.